Da ist er. Unser neuer Kollege on board hier. Der ist so niedlich. So, der Gizmo. Den haben wir in der letzten Folge ja kennengelernt. Wir haben gekocht. Und wir haben gegessen oder sind am Essen. Und haben getrunken auch. So, Essen, Trinken voll. Wir haben hier richtig Action wieder gehabt in der letzten Folge. Und wir haben gesammelt Ressourcen. Und wir müssen auch wieder Ressourcen sammeln. Wir haben eine Waffe gefunden, die ich sehr geil finde. Schaden macht sie 34, wenn ich es richtig sehe. 196 Feuerkraft, die auch kaputt geht nach einer Zeit. Wir sollten also aufpassen. Createn können wir anscheinend noch nichts. Das kommt alles, glaube ich, noch. Ich würde sagen, wir düsen jetzt weiter, denn ausbauen möchte ich leider, glaube ich, noch nichts. Oder können wir irgendwas anderes herstellen? Gibt es denn die Möglichkeit irgendwie... Ach, da sind wir hier wieder. Gibt es denn Waggon? Bildmodul? Ach, guck mal. Impetus heißt unser Zug. So, wir sind der ICE Walsrode. So. Gut, ich würde sagen, Wände können wir noch nicht bauen, ne? Das müssen wir bestimmt alles researchen. Weil hier die Steam Engine mussten wir ja auch researchen. Alter, wir brauchen 10 Barren dafür, ne? Überleg mal, 10 Barren. Du brauchst für die Zahnräder jeweils 1. Sind schon mal 14. Für die Pleuel, also für die Kolben, sind 18. Schrauben auch jeweils 1. Alter. Und richtig viele Barren dafür, ne? Lohnt sich, glaube ich, für uns noch gar nicht. Würde ich jetzt mal behaupten. Ich würde sagen, wir düsen weiter. Und schauen mal... Oh, er hat gesammelt. Und schauen mal, dass wir... zweimal Scrap Metal. Nice. Und schauen mal, dass wir jetzt wieder Ressourcen sammeln. So, let's go. Ich hoffe, wir haben alles, ne? Oder? Ich hoffe, wir haben alles. Nicht, dass ich wieder irgendwas vergessen habe. Ist hier noch ein Kollege irgendwo? Aber manchmal seht ihr ja mehr wie ich. Das ist nun mal leider so. Weil als Zuschauer sehen, ja, die Zuschauer sehen immer ein bisschen mehr, wie man selbst, wenn man spielt. Weil man übersieht immer sehr, sehr schnell und sehr viel. Alter, die Slotmaschine ist halt auch so gut. Gut, ich würde sagen, wir düsen weiter. Wir quatschen gar nicht lange um. Was passiert eigentlich, wenn ich jetzt hier die Bremse ziehe und hier stehe? Fährt der Zug dann ohne mich weg? Kann ich mal eben speichern? Nein, ich will das nicht ausprobieren. Oh, aber diese Typen sind... Ah ne, die sind auch im Void, sind die auch unterwegs. Da haben wir sie auch schon getroffen. Geil. Anhalten! Das war alles sehr duster und sehr dunkel hier. Aha. Hab's doch gewusst. Eis würde ich jetzt nicht mitnehmen. Aber grün würde ich mitnehmen. Haben wir, glaube ich, auch nicht mehr so viel, ne? Oder? Ja, doch, die Kiste ist voll. So. Gut. Oh nein. Ist das sein Ernst? Oh, ernsthaft? Wo ist er? Really, Alter? Wo ist er? Lade nach! Ja, hau bloß ab! Problem ist, wenn er zu weit weg ist, kriegen wir die Sachen nicht, die er droppt, ne? Der Feichling, der haut immer ab! Und der hat irgendwas angegriffen. Wir müssen übrigens gleich reparieren, ne? Ganz wichtig. Aha. Raw Meat. So. Direkt Besuch gekriegt nach dem turbulenten Start da. Das ist ja Hammer.
Wolltest du mal ausprobieren. Reparieren wäre echt nice, ne? Ich weiß halt nicht, was wir brauchen für reparieren. Wir sollten das auf jeden Fall mal in Anspruch nehmen. Holz würde ich mal nehmen. 5. Weiß nicht, was wir alles brauchen fürs Reparieren. Repair. Linke Mausbutton. Geht nicht. Was brauchen wir denn dafür? Ah, wir brauchen Barren. Kann das sein? Danke. Ja, und dafür brauchen wir Barren. Dafür brauchen wir Holz. Ja. Holy shit, Alter. Okay, für die Dings brauchen wir... Okay. Alles, was blau ist, ist reparierbar aktuell. Boah, Bruder, muss ich mal los. Okay, wir reparieren mal einfach mal alles. Ist hier noch ein Boden? Schmelze braucht Scrap Metal. Das braucht auch Dings. Okay. Holz. Das ist... Ne, das ist weiß. Alles, was blau ist. Das muss auch repariert werden. Haben wir. Gut, das heißt, uns fehlt nur noch die Kiste und wir brauchen zweimal Barren. Okay, gut. Heißt also, zwei Barren in die Schmelze schmeißen. Gehen wir es hin. Danke. Na, wenn er schon einmal da ist und Leder bringt, warum denn nicht? So. Das Holz reicht nicht, ne? Das habe ich mir gedacht. Egal. Kriegen wir hin. So. Zwei Barren. Das heißt, ich rüste mal eben das Hämmerchen aus und dann reparieren wir mal hinten da den Crusher. Und da hinten unsere Waffenwerkbank. Ja, das war ja wohl mal nichts. Egal. Gut, wir haben alles repariert. Wir haben nochmal zweimal Raw Meat bekommen, was ich sehr feiere. Denn Essen ist immer gut. Das können wir mal trinken. Und dann düsen wir mal weiter. Und weiter geht unsere Reise. So. Heißt also für uns, wir müssen wieder farmen, um unser Treiben weiter voranzuführen. Das heißt also, wir werden jetzt erstmal die nächste Zeit wieder hier... Oh, das sind Knochen, ne? Wie geil. Die nächste Zeit erstmal wieder hier schön im Void verbringen. Um wieder zu farmen. Ich weiß nicht, vielleicht treffen wir zwischendurch wieder auf ein paar Banditen. Ich nenne sie jetzt mal Banditen. Ich bin mir nicht sicher. Banditos. Banditos, Banditos. So, Scrap Metal. Scrap Metal. Holz. Oh nein, ich höre ihn. Oh nein, ich höre ihn. Da ist er. Ah! Da reicht doch die normale Pistole. Ey, ich hab ihn gehört. Ich wusste es doch. So, warte. Da ist hier noch ein bisschen Holz. Ich und mein Holz und so. Aber finde ich super, dass man auch die Tiere... Hätte ich den auch mit der Grappling Hood eigentlich erledigen können? Hätte er den dann so rangezogen? Das ist normales Dings, ne? Wir müssen auf jeden Fall mal Augen auf Ausschau halten nach dieser Kohle und so, ne? Ob man wieder vielleicht irgendwo diese Kohle findet. Da sollten wir auf jeden Fall Ausschau halten. Denn je mehr wir haben, desto besser natürlich. Oh, gerade noch von gesprochen. Was ist das denn? Lump of Ice. Ein Lumpen Eis. Den würde ich mal hier drin platzieren. Create. So, Dry Ice haben wir dadurch jetzt bekommen. Ah, das ist ja ganz toll. 4x Dry Ice. Aha. Ist ja nicht so, dass wir genug Dry Ice haben oder hätten. Das trinke ich mal direkt weg. Aber okay. Also Lumpen auf Eis gibt dann quasi mehr...
mehr kleines Eis, wenn wir es crushen. Aber wir hatten doch noch eine andere Maschine gehabt, ne? Warte mal eben. Ich will mal ins Buch reingucken. Ich meine, wir hatten noch eine andere Maschine, die wir bauen konnten, ne? Den Driller? Nee, den Driller haben wir gebaut, ne? Oder? Aber gab es nicht noch eine andere Maschine? Die wir bauen konnten oder so? Ich meine, mir war so, dass wir noch irgendwas freigeschaltet hätten. Ich bin mir aber nicht mehr ganz sicher. So. Dann lass mal gucken. Haben wir hier alles soweit? Ich hoffe ja. So, da kommt, glaube ich, Holz. Was ist das für ein Schwänzchen da hinten? Was da so wedelt? Hör auf zu wedeln. Ich wedel auch gleich mal mit. Eine Runde. So. Ich würde so gerne hier mal die Inseln bereisen. Wenn das überhaupt möglich ist. Zack, das hat nicht funktioniert. So, da düsen wir also dahin. In der Hoffnung, wieder einige Ressourcen mitzunehmen. Ich bin echt gespannt, was wir jetzt auf der Reise hier erleben werden. Ob wir wieder so ein Banditenlager haben. Was wir erst ausnehmen müssen wieder. Was uns den Weg versperrt auf unsere Reise. Hallo? Okay, nichts. Okay. Okay, okay. So, da nehmen wir das noch mit. So. Das nehmen wir mit. Das nehmen wir mit. Oh. Am Angeln? Ja. Komme ich da hin noch? Das ist doch Holz, oder? Das Holz? Da ist es Holz. Wieso kann ich ein Holz? Wieso habe ich denn Holz liegen lassen? Das geht ja gar nicht. Die wichtigste Ressource im Game aktuell. So. Nein, nicht zurück. Das war die falsche, der falsche Hebel. Der hier. Ich frage mich, ob man später dann auch andere Schalter bekommt, wenn man die Steam Engine hat und so. Oder ob die Schalter gleich bleiben. Steam Engine. Hört sich mal an, wie auf Steam irgendwas Neues. Ah, ich habe die Steam Engine jetzt. Damit kann man Spiele entwickeln. Aber diese Kohle und so, das sind aber seltene Ressourcen. Kann das sein? Ja, ich sehe dich. Und ich habe dich noch im Gedanken gehabt hier, Mr. Scrap Metal. Da ist Holz, die Holz. Und die Sonne scheint wieder hier rein. Richtig schöner Tag heute. Uah, das Spiel lädt. Das ist nicht gut. Das ist Holz, oder? Ja. Da würde ich gerne hin. Oder da hinten. Weine ich gerade irgendwas? Oder habe ich das... Not enough space. Inventory full. Ernsthaft? Dann sollten wir mal anhalten. Und vielleicht erstmal ein bisschen einräumen. So, ist hier voll? Es wäre noch schön, wenn man sehen könnte, ob die Kiste voll ist, wenn man da mit dem Mauszeiger drauf geht. Das wäre noch geil. Wenn man das noch einstellen könnte. So, da haben wir diesen Krimskrams drin. Dann würde ich hier ein bisschen Scrap Metal wieder reinpacken. Hier auch. Fett haben wir wieder hier hinten. Müsste die Kiste sein, ja. Und wir haben hier nochmal ein bisschen Leder. Und was zu essen, was ich mir mal eben in den Ball kaue. Und somit haben wir schon wieder alles einsortiert. Seht ihr. Schon wieder leer unser Invent. Nö, diesmal nix.
Das ist wie auf der Kirmes, weißt du, mit diesem Greifarm. So, zack. Entweder gewinnst du was oder gewinnst nichts. So. Oder schmeiß unendlich Geld da rein. So. Gizmo hat auch gesammelt. Ja. Scrap Metal. So. Da oben ist auch ganz viel. So, ich löse mal die Bremse. Wieso wird die Musik gerade so komisch? Ich habe immer Angst, dass wir, wenn wir hier so lang düsen, dass irgendwann so ein Riesenvieh kommt. Und wir dann überhaupt gar keine Chance haben und der den Zug einfach zerstört und dann war's das. Game over. Spiel vorbei. So, warte. So. Aber wir überleben noch ganz schön lange schon, ne, muss ich sagen. Also, klar, wir sind jetzt schon zwei, dreimal gestorben, ne, durch diese Soldatos. Aber eigentlich schlagen wir uns nicht schlecht, muss ich sagen. Wir haben einiges erreicht bisher. Wir haben schon den Zug verlängert. Wir sind dabei, gerade so das Lagersystem wieder auszubauen. Also es lübt eigentlich. Der Lachs lübt, muss man sagen. Genau, wir haben hier so eine Grappling-Hut. Grappling-Hut. Komm in meine Grappling-Hut. Grappling-Hook gebaut. So eine Grappling-Gun. Die auch ich sehr feiere, muss ich sagen. Denn... war das da? Was doch ein sehr nützliches Tool ist hier in diesem Spiel. Also unverzichtbar eigentlich. So. Irgendwas habe ich doch hier schon übersehen. That's it. Hey, you. I mean, our heroes noticed alien lights luring them deeper into the void. What could it be? A mysterious witch island, perhaps? Ich weiß es nicht. Go deeper into the void, following the fireflies. Da oder was? Uff. Wen soll ich folgen? Oh mein Gott. Ja, da gucken wir mal. Warte mal eben, mein Freund. Wir können gerne deeper into the woods gehen. Oder into the Dings. Dazu brauchen wir wieder diese Ringe, ne? Versuchen wir hier anzuhalten. So, das heißt also, ich werde erstmal ein bisschen Ressourcen nochmal hier fahren, wo wir drankommen. Was ist das denn? Was zur... Und ich hab's gerade noch. Ich hab gerade noch gecallt. Ich hab gerade noch so gesagt, oh ja, so ein Riesenvieh, so tralala. Mhm, ja, ja. So, pass auf. Das heißt also, er möchte also, dass wir den Fireflies hinterhergehen. Ja, ist unsere Witch Island. Heißt die Quest. Pass auf, dann machen wir das so, dass wir jetzt erstmal einsortieren wieder alles. Ich weiß gar nicht mehr, wie wir diese Ringe nochmal herstellen. So, hier ist voll. Da ist auch voll. Holz haben, also die vier Kisten Holz haben wir alle voll. Das ist natürlich ganz toll. Ja, Holz haben wir voll, das ist ganz toll. So, wir brauchen diese Ringe, ne? Die wir nicht mehr haben. Wo haben wir die denn nochmal hergestellt? Da. Ein Barren gibt 5 Ringe. Okay, warte. Ein Barren gibt 5 Ringe. Ich würde mal ein paar mehr herstellen. Mach mal so 3 Barren, bitte. Ja, da bin ich ja mal gespannt, was uns da erwartet. Vor allem, wir können ja auch Fridolin und Gizmo können wir ja auch füttern, ne? Feed. Mushroom. Wir haben aber noch keine Mushrooms gefunden. Vielleicht kommt das... Alter. Ich will nicht. Oh, da hinten steht auf jeden Fall was auf Schienen. So, das heißt also, wir stellen mal eben diese Ringe her. Da waren sie.
15 Ringe müssen wir jetzt dann haben gleich. Da bin ich mal gespannt. Follow the Fireflies. Die Fireflies von Last of Us sind das. Inventar ist eh leer. Das ist ein bisschen blöd, dass man hier, wenn man das rausnehmen will, dass es verschwindet. So wie mit der Kohle. So. Wir haben 15 Ringe. Holz. Haben wir, glaube ich, alles voll, ne? Ja. Hier oben könnte noch eine... Scrap Metal. Nice. Sehr schön. Gut, ja, probieren wir mal aus. Ich weiß gar nicht mehr, wie das geht. Wie ging denn das nochmal? Hallo, Fireflies. Geht das? Ja, das ist alles sehr schön. Ich hoffe, wir kommen auch zu unserem Zug zurück. Was ist das denn? Ich will gar nicht wissen, was das ist. Uff. Schön, das ist, ja, ganz toll. Wir haben Waffen mit, ne? Oh ja, jetzt bin ich aber gespannt, wo das hingeht. Was zur Hölle ist das? What the actual fuck? Da kommen wir nicht dran. Vielleicht da? Na, vielleicht erstmal hier. What the fuck? Hä, wie geil. Da kann ich nicht, oder was? Aber kann ich jetzt einfach hier so... Kann mich einfach ausklinken? Kann ich mich denn ausklinken oder wie läuft das? Ich würde gerne mich ausklinken. Wie kann ich mich denn ausklinken hier? Wie kann ich denn... Kann man sich irgendwie ausklinken? Solve the puzzle. Ja, ich würde gerne... Hallo, lass doch mal los hier, Mann! Was? Ich weiß nicht, wie man sich vom Zug abklingt. Oder hier vom Seil. Jetzt hänge ich hier. Pro Winch? Ah, okay. Ah, man kann in diese Dinger hier auch. Okay. Scrap Metal. Was ist das denn? Zauberkasten? Ist Essen Nahrung? Das ist alles sehr, sehr mysteriös. Okay, man kann also in diesen gelben Dingern kann man auch einfach so rein seine Dings setzen. Das ist ja heftig. Oh nein, und wir haben so viele Ringe verbraucht. Wir brauchen noch welche, ne? Uff. Lol, da ist ein Haus. Was? Was? Wer wo? Warte mal. Erstmal weggehen, diese Wolke. Die geht nicht weg. Das ist unfair. Das ist unfair. Diese Wolke geht nicht weg. Oh Gott, da ist ja noch mehr.
Holy shit. Was zum Teufel? Wir hätten auf jeden Fall noch mehr Ringe machen sollen. So viel steht schon mal fest. Na toll. Das ist ja ganz großartig. Was passiert denn, wenn ich keine mehr habe? Hab nämlich keine mehr. Und nun? Was ist das? Was zur Hölle ist das denn? Okay. Das ist alles sehr interessant. Nein. Bin ein wenig verwirrt, warum hier ein Haus steht. Aber reinkommen wir irgendwie nicht, weil ich müsste erst irgendwie... Da irgendwas drin? Irgendwas sind hier überall so Symbole. Oh nein, ich höre den schon wieder, diesen Fisch. Kackfisch höre ich schon wieder. Der ist, glaube ich, da oben irgendwo. Okay. Sehe ihn auch noch nicht. Wo ist er? Oh nein, wieso muss ich gerade jetzt auf die Toilette? Das ist sehr ungünstig. Das ist gerade etwas sehr, sehr ungünstig. Da sitzt er. Mist, der hat es genau getroffen. Der Drecksack. Shit. Ah, das ist ja ärgerlich mit den Ringen auch vor allen Dingen. Das heißt, ich sollte auf jeden Fall nochmal zurück zum Train. Ich hoffe, ich finde den Weg zurück. Ich würde einmal zurückdüsen. Ich würde noch ein paar Ringe herstellen. Aber wir sind durch die Bretter geflogen. Ah, man kann durch die Bretter fliegen, okay. Einmal zum Train zurück. To the train. Take me to the train, to the train. To the train, train, train. To the train, to the train. To the train, train, train. Ich würde einmal nochmal ein paar Ringe herstellen. Damit wir nochmal welche haben. Weil anscheinend brauchen wir ja gar nicht so viele. So wie es aussieht. So. Am Zug. Hallo, ich würde gerne wieder am Zug dran. Ja, nice. Back to train, F. So. Gut, pass auf, ich stelle mal ein paar Ringe her. Ich brauche nämlich Barren dafür. Das heißt, wir brauchen nochmal Scrap Metal, ne? Unsere Kollegen haben ja was gesammelt. Der Fridolin und der Gizmo, der auch schon wieder am Pennen ist. Den ich auf jeden Fall mal nochmal 3 Barren herstelle. Ja, das ist ja ganz toll, diese Insel. Wisst ihr was? Wir machen an der Stelle eine klitzekleine Pause. Also, ne? Und in der nächsten Folge schauen wir mal, was uns auf dieser Insel erwartet und was für ein Puzzle wir da lösen müssen. Dann schaltet ihr wieder ein bei Void Train. Ich würde mich freuen. Oh, warte mal. Ich würde mich freuen, wenn ihr einschaltet. Ich schmeiße mal ein bisschen Holz in den Ofen. Ja, wenn ihr wieder da seid und wenn es wieder weitergeht bei Void Train. Also, bis dann. Tschüss.